So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Darksiders Warmastered Edition. Wir sind gerade im Ascheland. Die ganzen Wüstenwürmer fahren. Kacke. Ich weiß nicht. Schwimmen? Kann man bei denen sagen schwimmen? Oder wohl eher graben sich immer noch durch die Gegend? Hat sich also nichts geändert. Und mal gucken. Ja. Jawohl. Ich muss aber hier eher aufpassen, nicht runterzufallen. Ansonsten bin ich ein bisschen im Arsch. So wie der Typ da gerade eben da runtergefallen ist. Oder der hier. Ja, du kannst gleich auf dem Boden liegen bleiben. Und tschüss! Ja, mal gucken. Ja, ist doch eine recht große Karte. Hier kann man noch... Man kann hier auch ein paar Sachen finden. Aber ich glaube, machen wir nicht jetzt. Da unten... Ich bin mir gerade sogar gar nicht sicher, ob da unten überhaupt irgendwas war. Ich glaube aber nicht. Oder? Nö, hier unten war nix. Dann gehen wir mal weiter hoch. Die ganzen Bohrmaschinen. Wobei ich jetzt gerade nicht wirklich weiß, für was die Dämonen da die Bohrmaschinen brauchen. Die brauchen sie anscheinend für irgendwas. Hallo, mein Freund. Ich sterbe für mich, damit ich schneller durchkomme. Sehr lieb. Irgendwie hatte ich gedacht, hier wären ein paar mehr. So. Und dann wieder runter. Das Ding brauchen wir hier nämlich. Wird es etwa knapp? Nein, wird es nicht. Eigentlich schade. Tot. So. Also, das Gebiet hier ist jetzt auch nicht unbedingt das schwerste. Dass die Gegner hier einfach so runterfallen können, macht das Ganze sogar viel leichter. Drei Gegner weg. Hier war auch nichts, soweit ich weiß. Da kann ich dann rüberfliegen. Ist hier nicht auch noch hoch? Ist hier nicht auch noch irgendwo hoch? Oder... Nö, hoch komme ich nicht. Noch nicht. Das heißt, ich muss erstmal zu dem hier. Weg. So, da haben wir wieder so eins. Ja, ich sehe Gegner und ich mache den Gegner kaputt. Schöner Klingenrasier. Mit denen kann man jetzt eigentlich auch schon recht viele Gegner auf einmal treffen. Wie glaube ich schon mal erwähnt, es gibt einen Erfolg, wo man 5 Gegner gleichzeitig trifft und einen, wo man 10 auf einmal trifft. Ja, man wird noch zu einer Stelle kommen, wo man die ganzen, also die zwei Erfolge sehr leicht machen kann. Also nur, weil da sehr viele Gegner sind. Aber dazu kommen wir später noch. Weil zu der Stelle kommen wir nicht so schnell. Was ist denn nicht mit dir da? Da war der Typ in der Wand gesteckt. Habe ich ihm mal so ein bisschen ausgeholfen. Und nebenbei, es gibt noch einen Erfolg, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wenn man die ganze Waffenerfahrung auf Max bringt, also die ganzen Waffen auf die maximale Stufe bringt, werden wir auch noch zu einem schönen Gebiet kommen, wo man das Ganze sehr leicht machen kann.
Und ja, werde ich dann auch noch erwähnen, wenn es soweit ist. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Ich wiederhole mich. Und für was brauche ich dich jetzt? Ich habe dich für irgendwas habe ich dich gebraucht. Aber für was? Ah, für da unten. Das Ganze müssen wir aber anders machen. Scheiße. Kacke, jetzt darf ich das Ding wieder hochholen. Jetzt das hier holen, dann da runter. Und das Ganze schön dahin werfen. Slow Motion. Ich frage mich, hätte ich es auch einfach da durchwerfen können, dann runterschicken? Wäre es auch möglich gewesen? Also im Prinzip sollte es möglich gewesen sein, da das Loch richtig, also schön groß genug war. Oh, das war ein bisschen knapper als vorhin. Aber immer noch keine Schwierigkeit. Immer noch viel zu einfach. Und ich meine, ich spiele das Ganze schon auf apokalyptisch. Trotzdem. Ja gut, wenn man sich in dem Spiel auskennt und auch schon weiß, wo was ist, wie man das macht. Vor allem, wenn man es dann auch schon wieder einmal durchgespielt hat, dann kommt man da recht leicht rein. Ja, Darkseid ist eh kein Spiel, wo man lange braucht, um da reinzukommen. Das dauert eh nicht so lange. So, hier. Okay, ich habe das Ziel zweimal verfehlt. So viel dazu, dass es knapp war. Das war jetzt schon so knapp, dass ich direkt dagegen gestoßen bin. Weg da. So. Der Bohrer hört auf. Aber im Ernst, ich weiß immer noch nicht genau, nach was die da überhaupt bohren. Und vor allem, warum das Ding die ganze Zeit läuft. Ja, das wird schon sicher einen Grund haben, nach was die da suchen und so weiter. Hier kommen wir leider noch nicht durch, noch nicht weiter. Weil da hinten müsste man eigentlich auch noch ein bisschen was machen, dann könnte man noch was holen. Aber zu dem Ding kommen wir später noch, wieder im nächsten Gebiet, kann man sagen. Denn es ist eins meiner Lieblings-Items, die man hier bekommt. Beziehungsweise Items, Gadgets. Und ja, da kommt man dann schön an bestimmten Stellen weiter. So, hier müsste es noch irgendwo was geben. Genau, da unten. Da unten gibt es noch ein schönes Artefakt. Oh, Fischchen. Ich habe vollkommen vergessen, dass es hier Fischchen gibt. Ja, Fischchen sind aber auch nicht so schlimm. Eher nervig. Warum gibt es so viele von euch hier? Ernst. Also ich habe nicht Erinnerung gehabt, dass es so viele von denen gab. Da hat etwas ein bisschen rumgeschrien.
So, weg damit. Die Bich brauche ich nämlich. Das war jetzt ein bisschen. Ja, gut. Ja, gut. Ist recht egal. Da komme ich noch nicht durch. Kann ich noch nichts machen da hinten. Weil da hinten gibt es noch eine Truhe, an die will ich noch auf jeden Fall rankommen. Aber nicht jetzt im Moment. Da hinten komme ich auch nicht hin. Ich habe schon probiert. So weit kann man nicht fliegen. Dafür ist ja extra das Ding da oben da. Aber man kommt gerade so nicht hin. Ich habe das, glaube ich, beim ersten Mal, als ich Darksiders gespielt habe, habe ich das, glaube ich, ich weiß nicht, 5-mal oder so probiert. Ach nee, ich brauche ja noch Feuer. Haha. Da war ja was. Ich brauche noch Feuer. Seite hier. Na dann Aufzug nach oben. Also ich habe gerade eben schon gedacht, dass ich es nicht schaffe. Das wäre auf jeden Fall nicht so cool gewesen. So, ich brauche ich. Und schön rüber. Hier dahinter. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's auch schön weiter. Aber zuerst haben wir ein bisschen Spaß. Und zwar machen wir das Ganze ein bisschen anders. Ich sag ja, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Spaß. Au. Das stand aber nicht auf meiner Spaßliste. Okay. Viel Spaß mit dem Bällchen da hinten. Das Bällchen brennt auch. Nicht unbedingt der beste Platz, um hier gegen die zu kämpfen. Muss ich zugeben. Aber er macht Spaß. Ups. Na los. Ups. Kettenreaktionen, ey. Wie ich sie hasse. Er ist bei dir. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Und Nummer 4. Ich weiß nicht, mir gefällt das. Ich habe Spaß dabei. Jetzt sehe ich hier nicht mal mehr. Hallo. Willst du vielleicht wieder rauskommen?
Du bekommst wieder ein Bällchen ab. Du bekommst noch ein Bällchen ab. Das ist, glaube ich, das letzte für dich. Nein? Gut. Dann halt so. Ja, die Methode dauert zwar etwas länger. Nur nicht nur etwas, um einiges länger. Aber sie macht mir auf jeden Fall mehr Spaß. Und da ist mir der Rest vielleicht egal. Ich hab meinen Spaß. Oh, der ist zu meinem Leben dran. Ah, die anderen sind nicht zu nah dran. Das ist ja schön. Hallo, ich hab getauscht. Jetzt wieder hier durch. Und ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man hier die Chronosphäre nicht nimmt. Kann man, glaube ich, nicht rauskommen, weil man immer auf derselben Seite landet, wie man von der man kommt. Denke ich. So habe ich es zumindest im Kopf. Weil ansonsten hätte man einfach rausgehen können, sich von der Pflanze erfassen können. So erfassen lassen können und dann wäre man ja draußen gewesen. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Soweit ich weiß. Falls ich es natürlich falsch weiß, dann ja. Aber ich bezweifle es. Komm her, du Fisch. Ich bin ganz ehrlich, dieses Wüstengebiet mag ich nicht so. Es ist halt ein bisschen nervig. Und zu der nervigsten Stelle kommen wir, glaube ich, sogar demnächst. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Vor allem haben die viele von solchen großen Gegnern. Sind nicht schwer, sind aber auch nicht angenehm. So, haben wir vier. Sind es nur vier? Drei Gegner, die fast tot sind. Auf. Auf. Lass mich doch mein Zeugs werfen. Badet in seinem Blut! Ich möchte meine Kisten werfen, lass mich doch. Oh nee, nicht du. Ich mag dich nicht. Ah, nein, 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 nein. Verschwinde dich, mag ich nicht. Dich mag ich nicht. Au, au. Au. Diese tanzenden Viecher kann ich nicht leiden. Ich mag diese Tanzschwestern nicht. Die können sich schön verpissen. Au. Ich hab dir doch getroffen! So, ich brauche ein bisschen Leben. Ach, von denen bekomme ich aber kein Leben, das ist ja schön. Das ist ja echt schön. Weg da, Tanzschwester Nummer 1. Tanzschwester Nummer 2. Vernichtet ihn! Mein Freundchen, meine du hast jetzt noch zwei weitere. Schön. Ja. Ich habe keinen Bock auf diese Geister. Der Große ist kein Problem. Also der Große ist echt kein Problem. Bloß diese Geisterschwestern hier sind halt
etwas, worauf ich gerne verzichten würde. Deswegen schön die Dämonengestalt genutzt. Einfach nur, weil ich diesen... Ich mag diesen Gegner halt wirklich überhaupt nicht. Aber es gibt sogar einen noch schlimmeren Gegner. Eine schlimmere Geisterschwester. Geister. Nee. Naja, Leute, aber hier ist jetzt dann der Part zu Ende. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, großartig kommentieren weiß ich gar nicht, sogar gar nicht, was ich hier eigentlich sagen soll. Hinterlasst mir doch einfach ein Like oder einen Kommentar. Und ja, ich würde mich darüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.